Hallo! Heute erkläre ich euch, wie ihr euch ganz einfach unter Windows mit dem WLAN der Universität verbinden könnt. Das WLAN heißt EduRoam und ihr könnt euch damit weltweit auch an anderen Hochschulen ins Internet einwählen. Übrigens, einrichten könnt ihr das WLAN entweder zu Hause oder noch besser auf dem Campus. So, jetzt klicken wir erstmal hier unten auf diese Erdkugel bzw. die Striche, die man vom WLAN her kennt. Und um etwaige Überbleibsel früherer WLAN-Einrichtungsversuche zu beseitigen, klicken wir mit der rechten Maustaste auf jedes Campus-WLAN, das wir nicht wirklich benötigen, und wählen den Punkt Nicht speichern. So machen wir das beim EduRoam und bei diesen Campus-WLANs hier. Und falls ihr diesen Punkt nicht seht, wenn ihr einen Rechtsklick macht, sondern nur dieses Verbinden, umso besser, dann habt ihr noch nie versucht, euch mit einem WLAN zu verbinden. Und wie gesagt, all diese Punkte sind nur wichtig für den Fall, dass ihr versucht habt, vorher schon vergeblich euch mit einem unserer WLANs zu verbinden. Jetzt geht's richtig los. Wir klicken da unten hin. Ah ja, und dann muss ich euch doch noch eine wichtige Sache erklären, und zwar folgendes. Um EduRoam auf eurem Gerät einrichten zu können, benötigt ihr zumindest kurzzeitig eine Internetverbindung. So habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Entweder euer Notebook oder Windows-Tablet hat bereits eine eigene Internetverbindung, zum Beispiel über eine LTE-Karte. Oder ihr macht das Ganze von zu Hause, dort hat man ja normalerweise auch ein WLAN zur Verfügung. Oder ihr verwendet hier auf dem Campus eine der zahlreich vorhandenen LAN-Dosen und benutzt ein normales Netzwerkkabel, um euch mit dem Internet zu verbinden, zum Beispiel in den Hörsälen. Oder ihr verwendet unser Ersatz-WLAN, das wir für diesen Zweck eingerichtet haben. Ja, und ich entscheide mich für die letzte Option, das Ersatz-WLAN, das hier zur Verfügung gestellt wird, wenn man sich gerade auf dem Campus befindet. Das möchte ich euch auch empfehlen, wenn ihr diese Einrichtung hier auf dem Campus vornehmt. Ja, und dann geht's jetzt los. Wie gesagt, vor meiner Erklärung hatten wir hier unten auf die kleine Erdkugel bzw. die drei Striche, die die WLAN-Funktionalität eures Notebooks symbolisieren, geklickt und hatten uns dadurch unter Windows 10 alle verfügbaren WLAN-Netze angezeigt. Jetzt klicken wir auf das WLAN, das Ersatz-WLAN Uni-Studenten, und klicken hier auf Verbinden. Um das Ersatz-WLAN temporär benutzen zu können, benötigt ihr einen Netzwerkschlüssel. Den können wir hier nicht einfach so im Internet posten. Deswegen wird euch jetzt ein Link angezeigt, unter dem ihr euch diesen Netzwerkschlüssel anzeigen lassen könnt. Ich klicke auf Weiter. Nein. Dann öffnet sich dieses Fenster in einem beliebigen Browser und ihr müsst hier euren Benutzernamen und euer Passwort eingeben. Das sind eure Netzzugangsdaten, die ihr mit den Immatrikulationsunterlagen erhalten habt und die ihr auch für diverse weitere IT-Dienste hier an der Universität Flensburg benutzen könnt. Kleiner Tipp, der Benutzername ist immer eure Matrikelnummer. So, jetzt warten wir einen Moment. Wir werden weitergeleitet und tatsächlich, jetzt sind wir im Internet, temporär. Das können wir schließen und unseren Lieblingsbrowser aufmachen. Ich mache hier mal den Firefox auf und kann mir endlich die Software für die EduRoam-Einrichtung herunterladen. EduRoam ist ein sehr sicheres Netz und das ist auch der Grund, weshalb wir auf eine bestimmte Webseite gehen müssen und uns Sicherheitszertifikate genau dafür herunterladen müssen. unifl.de/eduroam ist die Adresse und diese führt uns zu einer Webseite, die uns Auto-Installer für jedes Betriebssystem zur Verfügung stellt. Unser Betriebssystem wird automatisch erkannt, Windows 10 in diesem Fall, und wir klicken auf diesen großen Button. Dadurch wird der Auto-Installer, also dieses bequeme Installationsprogramm, heruntergeladen. Datei speichern, landet in dem normalen Speicherort für Downloads. Dort können wir es aufrufen. Ich mache das mal gleich hier oben. Klick, ausführen, Moment warten. So, hier ist das Tool. Wir klicken auf Weiter. Hier nochmal auf OK. Und geben jetzt unsere Zugangsdaten ein für EduRoam. Das betone ich deshalb so, weil es hier nicht einfach nur der Benutzername Matrikelnummer ist, sondern die Matrikelnummer und gefolgt von einem @uniflensburg.de. Das ist deshalb so wichtig, weil EduRoam halt ein weltweiter Service ist und ihr im Prinzip auch in, sag ich mal, San Francisco, wenn die an dem EduRoam-Programm teilnehmen, einfach so online gehen könnt und dort muss identifiziert werden können, dass ihr euch mit der Matrikelnummer an der Uni Flensburg und nicht in San Francisco authentifizieren müsst. Gebt aber bitte auf keinen Fall eure E-Mail-Adresse ein, immer die Matrikelnummer @uniflensburg.de. Weiter habe ich angeklickt. Die Zertifikate, die Sicherheitszertifikate werden installiert. So. Weiter und fertigstellen.
Damit ist das WLAN EduRoam jetzt ein für alle Mal auf eurem Rechner schließen eingerichtet. Wir klicken nur noch hier unten noch einmal hin und deaktivieren jetzt einfach dieses Übergangs-WLAN, was ihr benutzt habt, mit einem Rechtsklick und nicht speichern, so wie wir das vorhin mit den anderen WLANs gemacht haben. Ja, und jetzt können wir EduRoam anklicken und es ist automatisch verbunden. Weil es aber nicht schaden kann, misstrauisch zu sein, starten wir einfach nochmal den Browser und gucken, ob wir ins Internet gelangen. Tatsächlich. Ja, ich bin jetzt auf dem Campus. Das ist jetzt nichts Besonderes, dass die Uni-Webseite angezeigt wird. Jetzt gucken wir nochmal speziell auf irgendeine andere Seite. Tatsächlich. Wir sind im Netz. Echt klasse. Damit hast du dein Gerät so eingerichtet, dass es von nun an überall automatisch ins WLAN EduRoam kommt. Egal ob auf dem Campus Flensburg oder einer der zahlreichen EduRoam-Partnerhochschulen in der ganzen Welt.